16 junge Sängerinnen und Sänger aus 13 Nationen. Sie haben es ins Halbfinale der neuen Stimmen geschafft. Und alle wollen ins Finale. Entsprechend angespannt auch die Stimmung vor dem großen Auftritt. Immerhin 1430 Bewerber aus der ganzen Welt haben für den Wettbewerb vorgesungen. Sechzehn Arien erschallen an diesem Abend in der Gütersloher Stadthalle. Für die hochkarätig besetzte Jury ein Hörerlebnis, aber auch harte Arbeit. Schließlich müssen sie entscheiden, wer es letztendlich ins Finale schafft. Natürlich werden wir heute noch darüber sprechen mit meinen Kollegen aus der Jury. Nicht nur das Halbfinale beurteilen. Wir haben zwei Arien in der ersten Runde gehört, jetzt eine dritte mit Orchester. Wir sammeln die Informationen ein und dann auf dieser Basis werden wir unsere Entscheidung treffen. Am Ende haben es 10 von ihnen ins Finale geschafft. Große Freude auf der einen, ein wenig Enttäuschung auf der anderen Seite. Doch wirkliche Verlierer gibt es bei diesem Wettbewerb nicht. Das weiß auch die Präsidentin der neuen Stimmen, Liz Moore. Man sagt heute, es ist der beste Wettbewerb weltweit. Und 80% von den, wenigstens 80%, mal sehen, wie es diesmal wird, bekommen auch Verträge. Und das gibt es nirgendwo. Und noch etwas macht die neuen Stimmen so liebenswert, der Publikumspreis. In diesem Jahr geht er an den Venezolaner Samuel Marino. Begeistert von dem jungen Nachwuchs ist auch Neujurymitglied Elisabeth Sobotka. Sie sind fast alle wirklich großartig ausgebildet und sie wollen uns überzeugen und sie wollen uns erreichen. Es geht natürlich nicht immer und für alle, aber ja, der Spirit, wie man am einfachsten sagen kann, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch auf diesen Spirit wird es ankommen am Samstag im Finale.